Ich mache mit der Conny Hörl heute richtig geschmackige vegetarische Brunchgerichte und eins von meinen Favoriten ist unser Brioche Toast mit einem richtig schmelzenden Blauschimmelkäse. Grüß euch bei Natürlich gekocht. Heute dreht sich alles um den Brunch und wir schauen uns heute an ein paar Gerichte, die man natürlich super mitnehmen kann. Und die Bettina, die hat natürlich auch wieder eine Challenge für mich. Es wird immer wärmer und der Sommer rückt immer näher. Und auch die Pflanzenwelt wird immer spannender und noch vielseitiger. Und so sollst du heute die Brennnessel, den Waldmeister, den Giersch und die Blätter der Weide einbauen. Ja genau, auch die kann man essen. Und in der Jahreszeit darf natürlich auch jetzt der Spargel nicht fehlen. Den baust du auch in einen deiner Gerichte ein. Und ich weiß, du bist der Freund beim Brunch von Frühstücksspeck, aber als zusätzliche Challenge sollst du heute die Gerichte fleischlos zubereiten, vegetarisch oder auch gerne vegan. Boah, also fleischloses Frühstück ist ja für mich von Haus aus schon eine Challenge, aber wir haben ja super Produkte heute und die holen wir heute wieder zu unserem Brunch. Und zwar macht das die Conny Hörl mit mir gemeinsam und die rufen wir jetzt an. Hi Conny, servus. Servus, grüß dich. So, ich bräuchte deine Hilfe für eine spezielle Challenge, nämlich einen Brunch. Ja, du, Brunchen ist immer eine gute Idee. Ja, ich hätte da zwei Zutaten für dich, die könntest du einbauen, nämlich Giersch und grünen Spargel. Du, passt perfekt. Ich glaube, da habe ich sogar spontan schon eine Idee dafür. Und kommst du zu mir zum Brunchen? Ja, passt. Ich komme zu dir, bringe alles mit und dann machen wir es gemeinsam fertig. Sehr gut, dann freue ich mich. Cool, danke. Ciao, bis später. So, und als unser erstes Gericht machen wir uns den Spargel mit den Brennnesseln und den Weidenblättern und das Ganze noch mit einem pochierten Ei und ein bisschen einem super tollen frischen Bergkäse. Wer natürlich das Ganze vegan haben will, der lässt natürlich das Ei und den Bergkäse weg. Für unseren Spargelsalat werden wir jetzt unseren Spargel schälen. Ganz wichtig beim Spargelschälen, nicht zu wenig wegnehmen, ja, weil sonst hat man nachher beim Essen dann diese Fasern von der Schale noch drauf. Und darum lieber ein bisschen großzügiger als zu wenig. Der Spargel gehört zu den Spargelgewächsen und er ist eine Kulturpflanze und wird schon seit dem 16. Jahrhundert bei uns angebaut. Er ist sehr beliebt, er regt Leber, Niere und Galle an, ist eine wunderbare Entschlackungsspeise bei 90% Wassergehalt. Er regt unseren Stoffwechsel an und der hohe Ballaststoffanteil regt auch noch unsere Darmtätigkeit an. Zusätzlich ist er nur ein absoluter Vitamincocktail. Er hat Vitamin A, B1, B2, B6, C, E und K enthalten. Der hohe Gehalt von Kalium und Phosphor ist essentiell für unsere Muskeln und Nerven. Magnesium und Calcium ist super für unsere Knochen und zusätzlich hat er nur Saponine enthalten, die das Hormon Cortisol anregen. Ein ganz wichtiger Inhaltsstoff des Spargels ist nur die Asparaginsäure. Das ist eine Aminosäure, die zum einen den typischen Spargelgeschmack macht und zum anderen an unserem Harnzyklus beteiligt ist und so vermehrte Harnausscheidung fördert. Der Spargel enthält aber auch Purine, die für Menschen mit Gicht nicht so optimal sind. Also da mit dem Verzehr des Spargels achtsam sein. Gleichzeitig soll auch Spargel mit Fleisch und Alkohol nicht konsumiert werden, weil auch in Alkohol und Fleisch Purine enthalten sind. Es gibt den weißen und den grünen Spargel. Der Unterschied ist der, dass der grüne an der Erdoberfläche wächst und somit den Farbstoff Chlorophyll bildet. Das ist dann dieses saftige, schöne Grün. Dadurch hat er auch noch mehr positive Inhaltsstoffe. Er hat noch mehr Vitamin C, Vitamin A und Folsäure enthalten.
Also wenn Spargelsaison ist, dann bin ich eigentlich derjenige, der so 2-3 Kisten alleinig einmal locker wegputzt. Das ist für mich in allen Varianten Spargel. Und am liebsten mag ich selber einen Spargel natürlich, wenn er geschmort ist. Also nur kochen ist langweilig. Jetzt tun wir den natürlich ein bisschen salzen. Und wenn wir gesalzen haben, ein bisschen eine Gemüsebrühe noch dazu. Und dann können wir das Ganze schon mit unserem Essig ein bisschen marinieren. Und auch noch ein bisschen was von unserem guten Öl, damit der beim Schmoren dann durch das Öl auch noch ein bisschen Unterstützung kriegt. Und jetzt gehen wir den so ins Rohr und werden den da drinnen bei 160 Grad, so circa 10 bis 15 Minuten, so schön goldbraun schmoren. Und ganz wichtig, ich habe noch einen Energiespartipp für euch. Immer das Rohr vorheizen bei geschlossener Tür, zulassen, nicht zu oft aufmachen, weil das kostet unheimlich viel Energie. Als nächstes machen wir jetzt einmal unsere Brennnessel. Und zwar tun wir uns die jetzt ganz fein hacken. Und da habe ich noch einen Tipp für euch. Damit die natürlich angreifbar werden und nicht mehr so bitzeln, ja, am besten vorher einmal richtig durchwaschen, dann ist das weg und dann kann man sie anständig angreifen. Die Brennnessel gehört zu den Nesselgewächsen und sie wächst gern dort, wo der Boden bearbeitet ist und Stickstoffverbindungen enthalten sind und Mineralstoffe. Sie verarbeitet dies und stellt sie uns in verwertbarer Form zur Verfügung. Der lateinische Name der großen Brennnessel ist Urtica dioica und der kleinen Brennnessel Urtica urens. Und da steckt der Name urere drinnen, der brennen bedeutet. Und genau das ist es, was die Brennnessel für uns ein bisschen unsympathisch macht, weil nämlich auf der Brennnessel Brennhaare sind. Diese Brennhaare, die haben Köpfchen und wenn wir da dran anstoßen, dann brechen diese Brennhaare an einer Sollbruchstelle ab und es bohren sich spitze, rasierklingenscharfe Härchen in unser Gewebe und entleeren diese ätzende Flüssigkeit. In dieser Flüssigkeit ist Serotonin und Histamin enthalten, das unter anderem dafür zuständig ist, dass das so brennend wirkt. Sind aber Eiweißabbauprodukte, das heißt, es wird schnell wieder abgebaut, wirkt so durchblutungsfördernd und senkt unseren Blutdruck. Wer es aber nicht ganz so radikal mit der Berührung seine Schmerzen lindern möchte, der kann die Brennnessel auch einnehmen. Die Brennnessel kann frisch verzehrt werden. Dabei ist es wichtig, dass man erst mit einem Nudelwalker die Blätter und den Stängel walkt, um alle Brennhaare abzubrechen. Dann kann man die Brennnessel für Aufstriche, für den Salat, für Spinat, für Suppen, für all Mögliches verwenden. Die Brennnessel hat auch den Wirkstoff Lutein enthalten. Das ist ein Carotinoid, das wiederum zu unserer Netzhaut transportiert werden kann, zur Netzhaut des Auges und so sich positiv auf unsere Sehkraft auswirkt. Die Brennnessel ist das Heilmittel bei Blutarmut und bei Eisenmangel. Sie ist ebenso eine absolut blutreinigende Pflanze. Sie vitalisiert uns, macht uns bereit und frisch für den Sommer. Leber, Galle, Magen, Darm wird angeregt. Durch den erhöhten Kieselsäure- und Kaliumanteil wirkt sie auch wunderbar harntreibend, was uns auch ganz super hilft bei Harnwegsinfekten. Es können auch die Früchte im Herbst verwendet werden oder die Wurzel, die ist sehr beliebt bei den Herren für das Haarwachstum. Dazu nehmen wir uns gleich ein paar von den Weidenblättern auch dazu und das Ganze werden wir jetzt ganz fein hacken. Und natürlich freue ich mich, wenn Sie uns liked und unseren Kanal abonniert. Mit den Weideblättern, da habe ich ehrlich gesagt nicht wirklich viel Erfahrung. Das ist für mich heute eine Premiere. Also da bin ich selbst schon sehr gespannt, wie das schmeckt. Die Weide gehört zu den Weidegewächsen und es gibt zahlreiche heimische und nicht heimische Weidearten, die bei uns wachsen. Sie wächst gern an Uferböschungen, an Seen, an Bächen oder in Auwäldern. Die Weidenäste sind sehr biegsam und werden gern als Flechtwerk verwendet. Aber auch in der Volksheilkunde wird die Weidenrinde gern verwendet, weil sie die Salicylsäure enthält. Und die ist 1897 das erste Mal synthetisch hergestellt worden, und zwar für das Aspirin, das schmerzlindernd, fiebersenkend und antirheumatisch wirkt. Und somit ist die Weidenrinde wieder in Vergessenheit geraten. Aber jetzt im Frühling können wir super diese lanzettenähnlichen Blätter genießen, entweder direkt
oder in Aufstriche, Suppen, Gemüse, Salate. Experimentierfreudige Köche verwenden sie gerne, weil sie einen leicht bitter-würzig-herben Geschmack hat. Und genau dieser Bitterstoff, der regt uns die Galle und die Leber an. Außerdem kann man aus den Weidenblättern einen Schwarzteeersatz zubereiten. Dafür verwendet man einen Esslöffel von diesen frischen Blättern pro Tasse Tee. Nur aufpassen mit dem Verzehr, nicht übermäßig verzehren, sondern in geringen Mengen. Für unsere Marinade haben wir jetzt da unser Olivenöl, und zwar zwei Teile und ein Teil von unserem Essig. Das Ganze mit ein bisschen Salz, Pfeffer und Gemüsebrühe rühren wir ab zu einer leichten Marinade. Da geben wir dann unsere Brennnessel, unsere gehackten dazu, und das ist unsere Basis dann für unseren geschmorten Spargel. Den holen wir jetzt gleich mal raus. Boah, der duftet fein. Also wie gesagt, mein Favorit, geschmorter Spargel, unbedingt ausprobieren. Und dann schneiden wir uns den in schöne, schräge Stifte und geben den dann zu unserer Marinade dazu. Der duftet wunderbar. Und jetzt habe ich für euch noch einen Deko-Tipp, weil ich habe nämlich noch eine richtig tollen Radieschen gekriegt. Und dann geben wir die da oben auf unseren Spargelsalat drauf. So ein bisschen als Deko. Unsere vegane Variante von unserem Spargelsalat ist jetzt fertig. Die vegetarische Variante machen wir dann bei der Conny. Da geben wir dann noch unser Bio-Ei drauf und unseren Bergkäse. Ja, ich brauche für meinen Wildkräutersalat ja noch ein bisschen an Giersch. Und Gott sei Dank wächst ja der Giersch fast in jedem Garten und auch in meinem und ist dort wirklich ein bisschen eine Plage für den Gärtner. Aber ich freue mich jetzt drüber, und zwar, dass ich jetzt diese jungen Pflänzchen sammeln kann, die besonders gut für den Salat geeignet sind. Der Giersch gehört zu den Doldenblütlern und manche kennen ihn vielleicht auch als Erdholler oder Geißfuß. Der Giersch hat auch einen giftigen Verwandten, insofern ist es wichtig, auf die Erkennungsmerkmale zu achten. Der Giersch hat einen dreikantigen Stängel und das spürt man, wenn man ihn zwischen den Fingern dreht. Er hat immer drei Blätter, die wie ein Dreieck angeordnet sind. Und im Frühling ist sein Duft frisch nach Karotte. Und beim giftigen Schierling, der hat einen rötlichen, runden Stängel und er riecht nach Mäusedreck. Die Römer haben den Giersch schon angebaut, um nach alkoholreichen Festen ihn als Breiauflage aufzulegen gegen Gichtanfälle. Der Giersch hat viermal mehr Vitamin C als eine Zitrone. Er hat ätherische Öle, Magnesium, Phosphor, Kalium. Er wirkt entkrampfend, entgiftend und blutreinigend. Am besten verwendet man die frischen Blätter. Die schmecken jetzt im Frühling, wie gesagt, wie nach Karotte und später im Sommer wie Petersilie. Man kann die als Petersilienersatz verwenden. Der Giersch hat 87% Wassergehalt, daher eignet er sich nicht zum Trocknen. Zum Giersch, da gesellen sich natürlich jetzt noch ganz viele andere Wildkräuter, und ich war gestern schon sammeln und habe jetzt zum Beispiel einen Löwenzahn gesammelt, der super gut zum Entgiften ist, das Schaboxkraut, das mit viel Vitamin C ist, das ist besonders gut natürlich nach dem Winter. Spitzwegerich habe ich da, schön ist, dass das alles junge Blätter sind. Eine Brunnenkresse, das finde ich mal ganz schön, weil die hat auch ein bisschen Blüten dabei, macht sich immer gut im Salat. Und natürlich ein Schafgarber, ein Junge. Und das ist einfach das Schöne. Im Frühjahr sind die Kräuter super jung und eignen sich deswegen auch total gut für den Salat. Beim Zupfen und Zusammenmischen kann man natürlich nochmal checken, ob auch ja nichts reingekommen ist, was nicht rein soll, was vielleicht leicht giftig ist. Nachdem die Wildkräuter ja wirklich viele Bitterstoffe enthalten, vertragen sie auch etwas Süßes als Gegenpart. Und ich habe mich jetzt für Erdbeeren entschieden. Und man kann natürlich auch das Dressing entsprechend süß gestalten. Und dann schmeckt am Ende der Salat nicht ganz so bitter. Fürs Dressing verwende ich heute einen guten Birnenessig, für die Süße ein wenig Hollersaft und ein bisschen Senf für die Schärfe, eine Gemüsebrühe und natürlich ein gutes Öl, Salz und Pfeffer. Und wenn ihr das gesamte Rezept wissen wollt, dann könnt ihr es natürlich jederzeit nachlesen.
anrichten. Tun wir es dann erst später, wenn der Markus kommt. Und so ist natürlich das ein ganz veganer Salat. Ich tue immer gern noch einen Frischkäse mit rein. Den habe ich jetzt leider nicht zu Hause. Also deswegen ist das jetzt wirklich die vegane Variante. Für unseren Brioche-Toast sind natürlich Milchprodukte jetzt essentiell. Und da fahren wir jetzt zum Niki in den Fürstenhof nach Kuchl. Und da werden wir uns die Milchprodukte jetzt besorgen, die wir brauchen, weil der hat nämlich ganz spezielle Kühe. Servus Niki, grüß dich. Hallo Markus, servus, grüß dich. Du, ich brauche ein paar Sachen für einen Brunch. Okay. Ich darf mir da ein bisschen was mitnehmen von dir. Ah, oh, da sehe ich einen Blauschimmelkäse. Das ist der Freiecker, ist ein reiner Blauschimmelkäse, aber sehr, sehr würzig. Okay. Und einen milden haben wir auch noch. Das ist der Zwiefache, das ist ein Doppelschimmel. Außen Camembert, innen blau. Okay, also der ist ein bisschen Rass, sagst du? Ja, der, das ist der Rassere. Okay, na, dann ist der ist dann für mich gescheiter. Okay, von deinem Stickerl. Ah, und der Milchreis hast du auch da. Ja, dann nehme ich auch gleich 4 Glasen mit. Ja, ist ein Dinkelmilchreis aus unserem eigenen Dinkel. Ah ja, schau. Und ein bisschen an Frischkäse. Brauche die auch noch? Ein Frischkäse, da hätte man eingelegt und einen in Öl. Genau. Man, der ist schön. Ja. Sehr gut. Und ich brauche halt noch für meine Creme irgendwie so ein bisschen was Cremiges zum Anrühren. So ein bisschen Joghurt oder Mayonnaise. Ach, schau, Milchmayo. Ja, Milchmayonnaise hätte man auch. Die ist ohne Ei, ist nur mit Milch und Öl, also so aufgeschlagen. Und dadurch, dass wir so hohe Inhaltsstoffe haben in unserer Milch, schluckt sie das auf und ist eine richtig schöne, sahnige Mayonnaise. Warum sind die Inhaltsstoffe so besonders? Wir haben ja spezielle Kühe. Wir haben die Jersey-Rinder. Die Kühe geben zwar nicht so viel Milch, aber sie haben 6% Fett, 4% Eiweiß in der Milch. Dann haben wir einen sehr hohen Beta-Carotin-Gehalt. Und sie ist auch wesentlich besser verträglich, die Milch. Ganz viele, die eigentlich eine Kuhmilchallergie haben, können unsere Milch trinken, beziehungsweise können die Produkte essen von der Milch. Da ist ein so liebes Foto drauf. Können wir deine Produzenten auch kennenlernen? Ja, sicher. Wächst gerne in den Stall aus, schau mit mir. Weil ich war eh vorher gegangen. Ja. Schau, da ist die Käserei drinnen. Da haben wir gestern gerade Joghurt und Frischkäse produziert. Und heute wird das ganze Joghurt hinten abgefüllt gerade. Und da draußen ist der Reiferaum, da reifen die Käse noch. Ja, der Camembert so 2 Wochen ungefähr. Und die Schnittkäse und die Bergkäse, sage ich mal, jetzt zwischen 2 Monaten und ja, bis zu einem Jahr oft. Ja. Ja, die guten Sachen brauchen Zeit. Ja, stimmt. Das Jungvieh und die ganzen Trockensteher, die kommen ja im Sommer auf die Alm rauf. Und ein paar Milchkühe auch, dass sie da oben auch ein bisschen Milch haben. Ja, die sind ja lieb. Das ist eine kleine, hagerne Rasse. Nicht. Ja, ein bisschen misstrauisch sind sie, ja, ja. Wenn wer reicher ist, aber es dauert nicht lang. Ja. Nicht ganz. Und da drüben sind jetzt die Produzenten, oder? Ja, genau, das sind unsere Milchmädchen. Die besondere Milch geben, ja. Die können den ganzen Tag fressen. Wie gesagt, normalerweise sind sie um die Jahreszeit eh schon draußen auf der Wart. Aber heuer, jetzt hat es bis vor ein paar Tagen noch geschnieben. Und jetzt dauert es ein bisschen länger. Ich hoffe schon, dass wir nächste Woche dann rauskommen. Ja, genau. Aber wenn es so kalt ist, taugt es ja nicht eh herinnen auch. Ja, schon. Okay. So, unseren Blauschimmel, den machen wir jetzt einmal auf. Da bin ich selbst schon gespannt. Als erstes werde ich natürlich einmal probieren. Boah, der duftet. Mann, schaut gut aus. Mann, schaut gut. Für unseren Brioche-Toast tun wir jetzt unsere Brotscheiben mit ein bisschen Butter bestreichen, damit es dann nachher natürlich einen richtig feinen Buttergeschmack noch kriegt. Unseren Blauschimmelkäse, den schneiden wir jetzt in schön dünne Scheibchen und legen den auf eine der Scheiben, klappen das dann zusammen und verpacken das dann in Pergament. Dort bei der Conny werden wir die dann noch in Ei auspacken, damit die richtig schön knusprig sind und der Käse natürlich auch schmilzt. Was wir jetzt aber noch brauchen, ist ein bisschen was zum Dippen. Und zwar machen wir uns da eine Milchmayonnaise-Soße mit ein bisschen am Waldmeister drinnen.
unsere Milchmayo für unseren Dip. Die werden wir jetzt einmal ganz kurz verkosten. Wow, die ist ja von Haus aus schon super. Da braucht es gar nicht mehr viel. Da werden wir uns jetzt nur unseren Waldmeister, der wirklich einen unverwechselbaren Geruch hat, ganz fein zusammenhacken und werden unsere Milchmayonnaise damit ein bisschen aromatisieren. Der Waldmeister gehört zur Familie der Rötegewächsen und der wächst gern in so schattigen Buchenwäldern. Er hat einen vierkantigen Stängel und in Quirl angelegte Blätter. Die Blätter sind so lanzettlich und leicht rau. Wenn man ihn pflückt und anwelken lässt, dann entfaltet sich dieser angenehme Kumarinduft. Und früher hat man schon gesagt, man soll griesgrämigen Menschen den Waldmeister zwischen Matratzen oder zwischen die Bekleidung legen, um mehr Fröhlichkeit ins Haus zu bringen. Mit der Waldmeisterbowle wird der Frühling gefeiert, um das Herz für das kommende Jahr zu stärken. Im Waldmeister sind Bitterstoffe, Gerbstoffe, Vitamin C und ätherische Öle enthalten. Sie stärken und kräftigen unsere Leber, stärken unser Herz und es ist auch ein wunderbarer Schlaftee für ältere Menschen, für Altersleiden, also Herzklopfen, Unterleibsbeschwerden, Harnbeschwerden. Man kann den Waldmeister frisch verwenden, dafür nimmt man ein bisschen Waldmeister, hängt ihn in eine Flüssigkeit wie Apfelsaft, Rotwein. Man kann ihn aber auch trocknen für Tee oder pulverisieren und mit Honig einnehmen. Auch das hilft gegen Schwermut. Aber Achtung, ein zu viel an dem Kumarin kann zu Übelkeit und Kopfschmerzen führen. Also eine Tasse Tee kann Kopfschmerzen vertreiben, aber ein zu viel ist vom Kumarin, das im Waldmeister enthalten ist, nicht optimal. Was eine ganz lässige Geschichte ist, ist zum Beispiel Waldmeister-Eis. Ja, wenn man sich ein bisschen einen Sud kocht aus dem Waldmeister und das dann friert, dann hat man richtig tolles Eis. Ein bisschen Salz und ein bisschen Brühe noch dazu und dann ist unser Waldmeister-Tipp eigentlich schon fertig. Warum eigentlich? Wer es nämlich noch ein bisschen frischer mag in seiner Mayonnaise, der hackt sich noch ein bisschen eine frische Minze rein. So, und mit den Sachen fahre ich jetzt zur Conny und da werden wir richtig fein brunchen. Der Markus hat mir ja einen grünen Spargel als Aufgabe gegeben und ich habe mir gedacht, wir machen ein super einfaches Gericht, was sich toll zum Brunch eignet, nämlich eine Frittata mit grünem Spargel und wo wir dann gleich noch den Giersch ein wenig mitverwenden werden. Und dazu werden wir jetzt einfach den Spargel erstmal in mundgerechte Stücke schneiden und die Zwiebeln klein schneiden und dann ein wenig anbraten. Ups, der Markus schickt schon eine Nachricht. Okay. Stimmt zwar noch nicht ganz, ist noch nicht ganz fertig, aber gleich. Das Praktische am grünen Spargel ist natürlich, dass man ihn nicht schälen muss. Das Einzige, was man machen muss, ist, dass man letztendlich den Strunk wegschneiden muss. Und ich mag ihn natürlich so gern, weil man ihn so vielseitig verwenden kann. Er hat natürlich im Gegensatz zum weißen Spargel noch ein paar Vorteile, nämlich er hat die Sonne gesehen und dadurch Chlorophyll gebildet, das ist sehr basisch und natürlich ein bisschen mehr Vitamin C und Beta-Carotin herausgebildet und das ist natürlich nochmal ein kleiner Mehrwert für die Gesundheit. Den Spargel, den kann man jetzt entweder blanchieren. Ich mag es immer ganz gerne, wenn man so ein bisschen ein Röstaroma hat und deswegen werde ich ihn anbraten, dann die Frühlingszwiebel dazugeben und wer will, kann natürlich auch noch ein bisschen scharf reingeben und da Chili reinschneiden. So, und jetzt kann ich dann schon die Eier verquirlen und ich nehme jetzt einfach 2 Eier pro Person. Ich habe jetzt den Spargel schon ziemlich stark gesalzen und gepfeffert, deswegen gebe ich jetzt hier ins Ei nichts mehr rein. Und jetzt können wir eigentlich alles schon ins Finish gehen. Und zwar habe ich diese kleinen Förmchen benetzt mit ein bisschen Olivenöl. Und jeder bekommt dann so ein kleines Förmchen. Ich finde das immer so eine ganz nette Servierart. Und wir geben jetzt einfach den Spargel hier rein, die Tomaten, den Giersch rein und können dann die Eier drüber schütten und dann geht's ab ins Rohr. So, mir ist jetzt ein bisschen Spargel übergeblieben und ein bisschen Giersch und das kommt natürlich alles jetzt noch in meinen Wildkräutersalat einfach rein. Servus Conny. Markus, grüß dich. Hab dich schon erwartet. Ja, mit einem ganzen Korb voll Zeug. Schau mal. Was machst du eigentlich da gerade? Du, pass auf, die Frittata, ich habe so eine Spargelfrittata gemacht, die ist gerade im Rohr und mir ist ein bisschen Spargel überblieben. Das habe ich jetzt in den Wildkräutersalat reingehauen. Oh, das schaut gut aus. Und das mische ich jetzt noch zusammen mit den Erdbeeren und das Dressing kommt drüber und dann haben wir so eine ganz gesunde Variante.
Leider habe ich keinen Frischkäse, weil den habe ich mir so gut. Oh, ich habe was mit für dich. Na, echt jetzt? Ja, schau, ich habe einen für Na, dich. Das ist super. Der passt, oder? Genau, perfekt. Wunderbar. Dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch unsere Eier pochieren und den Brio-Stoß draus machen. Du, bei den Eiern, da bin ich jetzt echt gespannt, weil ich krieg das nie hin. Ja, bin gespannt auf deine Tipps. So, für unsere pochierten Eier brauchen wir jetzt natürlich eine frischen Eier. Desto frischer, desto besser, gell? Weil nämlich das Eiweiß dann sehr kompakt ist und wir uns dann nachher beim Pochieren leichter tun. Also hast du gesehen, das schaut schon sehr gut aus. Gell? Das muss richtig glibrig sein. Gell? Dann funktioniert das auch ganz gut. Conny, magst du mal das Wasser einschalten? Ja, wofür machen wir das jetzt? Kurz aufkochen. Ganz wichtig, Energiespartipp. Das Wasser immer vorher aufkochen, weil dann sparst du natürlich unglaublich viel Energie, gell, wenn das vorher schon kocht. Dann brauchen wir fürs Wasser einen Schuss Essig, weil es hilft nämlich dem Ei, dass es sich ein bisschen schneller zusammenzieht. Und jetzt muss das Wasser nur sieden. Also es darf gerade so viel Bewegung haben, dass es leicht sprudelt. Also so mittlere Stufe? Genau, so Stufe 5. So, jetzt ganz wichtig, wir bringen das jetzt quasi in Drehung, das Wasser. Und wenn sich das dreht, dann geben wir das Ei da hinein, siehst? Boah, das schaut jetzt. Und jetzt umschließt das Eiweiß den Dotter durch die Drehung, ja, und schon. Da musst du es mit dem Löffel eigentlich gar nichts mehr. Na, brauchst nicht mehr viel machen. Nur ein bisschen in Bewegung halten, damit es sich am Boden nicht ansetzt. Und schon ist unser pochiertes Ei am Pochieren. Perfekt. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, was ich immer falsch gemacht habe. Ich habe es immer voll kochen lassen. Ja, dann sprudelt natürlich das Wasser, das Eiweiß vom Ei weg. Ne? Genau. Und dann hast du dann so einen riesen Sauhaufen. Du, und ich denke mir immer, da geht doch der Essiggeschmack dann aufs Ei über. Das ist minimal, weil du kannst das nachher auch ein bisschen abspülen oder in ein kaltes Wasser reinlegen. Dann ziehen sie sich nochmal zusammen, gell? Dann werden sie noch ein bisschen kompakter. Siehst du jetzt, man sieht, der Dotter ist noch schön weich. Außen ist schon, ja, schaut schon ganz gut aus. Halbe Minute, dann können wir es rausgeben und das nächste machen. Der duftet wunderbar. Riechst du das? Sensationell. Dann geben wir die Eier oben drauf. Ja, und dann garnieren wir noch mit unseren Weidenblättern. Die haben wir auch noch da. Jetzt brauchen wir nur noch unsere drei Brioche-Toasts braten, ja, in ein bisschen Butter. Ja, ich habe schon gesehen. Kompliment. Die Pfanne ist gleich groß wie die Induktion. Ja, das spart wieder Energie. Ja, siehst du. Perfekt. Da kommt ja schon ein der Blauschimmel entgegen. Sehr fein. Jetzt haben wir die ein bisschen goldbraun vorgebacken. Und was machen wir jetzt? Jetzt haben wir die noch mal kurz in das Ei rein und die kurz drinnen wenden. Und dann braten wir die noch mal richtig schön in dem Ei raus. Und den haben wir jetzt deswegen vorher angebraten, damit sich das Ei nicht so in den Brioche reinsaugt und wirklich das Ei außen nur eine schöne knusprige Kruste macht. Super. Schau, Markus, meine Frittata ist auch fertig. Boah, das schaut super aus. Und dann muss ich eigentlich nur noch den Salat anrichten und dann können wir eigentlich schon Tisch decken. Super, ich habe schon so einen Hunger. Ach, ja. Erster Brunch im Garten. Schau, wer da kommt. Überraschung. Die Testerin höchstpersönlich. Ja, man denkt, ich kann mir das heute nicht entgehen lassen, dass ich mal selber ausprobiere, was ihr da gemacht habt. Und die Zusatzaufgabe fleischlos ist nicht uneigennützig gewesen, nachdem ich Vegetarierin bin. Und ich habe zum Trinken noch eine Waldmeisterbowle und eine Kirschlimonade mitgenommen. Super. Ja, den müssen wir gleich verkosten. Also es schaut ja super aus. Ihr habt überall die Kräuter eingebaut. Wahnsinn. Die Conny und die haben uns richtig Mühe gegeben. Genau, jetzt sind wir echt gespannt, was du sagst. Das sieht man. Darf man zu, oder? Mhm. Super. Mahlzeit. Ich weiß gar nicht, wo ich hingreifen soll. Also der Salat ist echt super. Da hast du ja echt brav gesammelt. Voll, da. Gell? Weil, dass man auf so eine Menge kommt, muss man schon ein bisschen was tun. Bei dem Brioche ist auch der Waldmeister-Sauerrahm drinnen, oder? Ja, den haben wir extra. Schau, den haben wir sogar da. Ah. Ja, ich habe auch noch eine kleine Überraschung für uns. Ich habe noch ein bisschen einen Bio-Milchreis mit Dinkel und ein paar Beeren. Und den können wir als Dessert noch probieren. Mmh.
Sehr gut. Was Süßes zum Abschluss ist immer gut. Ja, passt genau. Also uns ist, glaube ich, ein super Brunch gelungen heute. Und wenn ihr mehr Rezepte haben wollt, dann klickt's da oben.